Hallo, ich bin im Ibero Star Golf Club hier in Reel Novo Sancti Petri. Das Wetter ist bombastisch. Heute habe ich frei, meine Gruppe hat frei und ich habe die Gelegenheit, dir was Wichtiges über Driver zu sagen. Steuern ist nicht gut, vor allem wenn du unter Druck stehst. Nachdem du den Stand eingenommen hast, möchtest du wirklich an ein fast ausschließlich auf einen rhythmischen, sauberen Schwung denken und dann siehst du, was der Ball macht. Wenn du während des Schwunges am Steuern bist, huhu, das ist gefährlich. So, ich schlage vor, wenn du trainierst, achte darauf, dass du immer auf das gleiche Ziel ziehst. Okay, so mein Ziel habe ich da ausgesucht. Ich möchte über die 150 schlagen. Die Stange habe ich hingestellt, so ich weiß, wo gerade ist. Ich richte mein Blatt zum Ziel aus und ich stehe jetzt absolut parallel zur Ballziellinie. So, jetzt würde ich, wie ich gerade gemacht habe, einen Ball schlagen. Und dann würde ich gucken, was der Ball gemacht hat. Das nicht nur einmal, drei, vier, fünfmal machen. So, du wirst höchstwahrscheinlich eine Kurve sehen, nach links oder nach rechts. Und diese Kurve könnte zu viel sein. So, wir wollen wirklich gucken, dass wir ziemlich gerade Bälle schlagen mit nur leichten Kurven. So, was du dann tun solltest, ist erstmal nur deine Fußposition ändern. So, was ich jetzt tun werde, ich werde jetzt meinen linken Fuß zurücknehmen. Okay, so ich stehe offen. Und ich werde jetzt einen Ball schlagen. Und das war ohne Schwunggedanken. Und ich gucke, was der Ball macht. Bei mir, wenn ich offene Füße habe, hilft es mir sehr, meinen Unterkörper zu drehen beim Durchschwingen. Und so bleibt mein Blatt eher gerade. So, wenn ich offen stehe, schlage ich sehr gerade Bälle oder leichte Fades. So, das wäre vielleicht eine Möglichkeit für dich, nur den Fuß zurückzunehmen. Okay, nachdem du das gemacht hast, nehme den Fuß zurück und die Schulter zurück. So, du hast die Füße jetzt offen und die Schulter offen und schlage so einen Ball, wieder ohne Schwunggedanken. Nur wenn ich das tue, dann fange ich an, den Ball zu pushen mit einem Slice. Aber bei dir, wenn du wirklich eine Hook-Tendenz hast, könnte das sehr helfen. Okay, so der nächste Schritt, das hilft sehr. So, das ist, nachdem du den Stand normal eingenommen hast, den rechten Fuß zurückzunehmen. Die Schulter bleiben gerade, aber die Fußstellung ist geschlossen. Das sieht man sehr oft bei guten Schülern, die nicht, oder Spielern, die nicht so flexibel sind. Und da ist natürlich eine Drehung jetzt viel leichter beim Ausholen. Und das von innen an den Ball kommen, ist dann auf jeden Fall leichter. Wieder, ich schwinge ohne Schwunggedanken. Ich ändere nur meinen Stand. So, wenn ich das tue, komme ich extrem von innen und treffe die Bälle eher innen. Aber ich weiß, dass diese Maßnahmen meinen Schülern sehr, sehr helfen. Und wenn du ein starker Slicer bist, würde es sogar helfen, denke ich, aber du musst es testen, den Fuß zurückzunehmen und die Schulter zurückzunehmen. Und versuche so deinen Schwung zu machen, wieder ohne Schwunggedanken. Das ist für mich nicht gut, da ich eher einen Linksball spiele, aber für Golfer, die slicen, kann das enorm helfen, die Füße und Schulter zurückzunehmen, mehr von innen nach außen zu schwingen. So, die Idee dieses Trainings ist, das zu vereinfachen. Wenn der rechte Fuß zurück ist, ist der Rückschwung leichter und man kommt mehr von innen. Wenn der linke Fuß zurück ist, kommt man mehr von außen beim Abschwingen, was gut ist für Leute, die zu sehr von innen kommen. Und die Hüftrotation ist wirklich viel, viel leichter. Vielleicht bist du steif beim Durchschwingen mit der Hüfte. Das muss getestet werden. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn du noch nicht Abonnent von Wohnportree Golf bist, bitte sei dabei und bis bald.